Frau Käppmann, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Frau Käppmann, zunächst muss ich Sie belehren, Sie müssen natürlich hier die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Ja, das weiß ich. Sie heißen Barbara Kettmann, 27 Jahre alt, Sie wohnen in Dortmund, sind verheiratet, Arzthelferin und Sie sind die Schwester des Angeklagten. Als Schwester haben Sie Zeugnisverweigerungsrecht, Sie müssen gar nicht aussagen. Wollen Sie aussagen? Ja. Sie wollen aussagen. Sie wissen, Ihrem Bruder wird vorgeworfen, er soll Lutz Lothringen erstochen haben, um sich für den Tod seiner Frau im April diesen Jahres zu rächen. Das weiß ich, aber das ist absoluter Blödsinn. Jetzt wohnt ja Ihr Bruder momentan bei Ihnen, zumindest bis zur Inhaftierung hat er bei Ihnen gewohnt. Können Sie uns mal sagen, welchen Eindruck Sie so von seiner seelischen Verfassung hatten? Ja, also wir haben ihn ja direkt nach dem Krankenhausaufenthalt aufgenommen und am Anfang ging es ihm gar nicht gut. Mittlerweile wird es aber wirklich jeden Tag viel besser. Und also ich denke, dass die Therapie ihm dabei auch hilft. Und eigentlich war alles in Ordnung, bis zu dem Tag, an dem er mir gesagt hat, dass er mit dem Lothringen sprechen muss. Also Sie spielen jetzt schon auf dieses Gespräch an, dass Ihr Bruder am Donnerstag vor dem Tod von Herrn Lothringen mit Herrn Lothringen geführt haben soll. Ja, genau. Und da kam er danach nach Hause und war völlig fertig. Hat er Ihnen denn irgendetwas von dem Gespräch erzählt, das er mit Herrn Lothringen hatte? Nee, nicht wirklich. Er ist nach Hause gekommen, ist sofort in sein Zimmer gegangen, hat sich dort das ganze Wochenende verkrochen. Ich musste ihm sogar das Essen hochbringen, weil er keine Lust auf Gesellschaft hatte. Und ich meine, allein das ist schon der Grund, dass er nicht der Mörder sein kann, den Sie suchen. Also, diesen logischen Schluss kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Wieso denn nicht? Ich meine, wenn er bei mir zu Hause ist, kann er ja nicht gleichzeitig beim Lothringen zu Hause sein und ihn erstechen. Sie können also mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass Ihr Bruder die ganze Zeit das Haus nicht verlassen hat. Auch nächtens, weil Sie nämlich nächtens über Ihren Bruder gewacht haben und damit genau festgestellt haben, dass er während der Nacht, nachdem sich die Tat immerhin um 1 Uhr morgens ereignet hat, niemals das Haus verlassen hat. Ja? Ja, stimmt schon. Aber trotzdem, mein Bruder ist kein Mörder. Also, dass Sie das sagen, das wundert mich natürlich nicht. Sie sind ja immerhin die Schwester des Angeklagten. Ja, ja, aber ich möchte schon eines sagen. Wir haben einen Zeugen. Und dieser Zeuge bestätigt uns, dass das Opfer den Angeklagten kurz vor dem Mord vor seinem Haus gesehen hat. Das ist alles erstunken und erlogen. Der Lothringen hatte doch bestimmt mehr als einen Feind. Ja, da kannst du dir sicher sein. Ja, also ich meine, allein was mein Bruder mir früher schon alles über den Lothringen erzählt hat, Drogenboss. Also ich meine, es gibt mindestens 10 Personen Grund, ihn umzubringen. Also ich bin ja der Meinung, dass einer seiner sauberen Geschäftspartner ihn umgebracht hat. Ich check einfach nicht, warum du dich so auf die Seite der Verräterin stellen kannst. Ich stell mich auf gar keine Seite, aber man wird doch noch seine Meinung sagen dürfen, oder? Ich glaube langsam, dass du auch so eine Verräterratte bist wie meine Schwägerin. Hey, Timo, ganz ruhig. Ich bin ruhig. Und das hättest du dir vorher mal genauer überlegen sollen. Du weißt ganz genau, was man mit so Verräterratten macht. Wie haben Sie denn vom Tod von Lutz Lothringen erfahren? Ja, das war am Sonntag. Da habe ich das in den Nachrichten gesehen. Und da habe ich das gleich dem Stefan erzählt. Und wie hat er darauf reagiert? Naja, also irgendwie anders als erwartet. Also er hat sich nicht gefreut. Ich dachte, für ihn wäre das sowas wie ein Befreiungsschlag irgendwie. Aber da kam nichts. Ja, was hätte denn kommen sollen? Ich meine, Ihr Bruder wusste ja schon, dass der Lutz Lothringen tot ist. Ja? Weil er ihn in der Nacht zuvor erstochen hat. Also, da sollte auch nichts Besonderes mehr kommen. Es war ihm alles bekannt. Ja, aber so habe ich das ja jetzt nicht gemeint. Also, ah. Es war einfach diese... Die Freude hat irgendwie gefehlt. Da, ich weiß nicht, hat einfach irgendwie gar nicht reagiert. Und dann ist er wieder hoch in sein Zimmer und hat sich da verkrochen, bis die Polizei kam. Die ihn dann auch gleich mitgenommen hat. Ja. Noch irgendwelche Fragen? Danke. Keine weiteren Fragen. Dankeschön. Dann dürfen Sie im Platz nehmen, bleiben unvereidigt. Kolja Brauer, bitteschön. Herr Brauer, guten Tag. Nehmen Sie bitte mal Platz. Heute ja als Zeuge geladen und als solcher belehre Sie, dass Sie als Zeuge vor Gericht, vielleicht setzt ein bisschen aufrecht hin, wenn es geht, dass Sie natürlich hier die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie strafbar machen. Ja? Okay. Sie heißen Kolja Brauer, Sie sind 38 Jahre alt, Sie wohnen in Dortmund, Sie sind ledig, Sie sind der Chauffeur von Frau Diane Lothringen. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Sie wissen, worum es geht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den Herrn Lothringen mit diesem Messer hier erstochen zu haben. Woher kannten Sie den Herrn Lothringen? Das war mein Arbeitgeber. Ich war quasi der Haus- und Hofchauffeur für seine Frau. Haben Sie denn am Wochenende 5. und 6. Juli auch gearbeitet? Natürlich. Ich bin mit ihr zu ihrem Landhaus gefahren und habe auf sie aufgepasst. Warum musste man denn auf die Frau Lothringen aufpassen? Ja, das war die Ansicht von meinem Boss. Er wollte immer genau wissen,
wann sie wo ist, mit wem sie sich unterhält. Und ich habe da dann darauf aufgepasst und ihm erzählt. Aus Ihrer polizeilichen Aussage weiß ich, dass Sie in der Tatnacht noch mit dem Herrn Lodring telefoniert haben. Wann waren das genau? Ja, wir haben über Tag mehrmals telefoniert. Und das letzte Mal war um 23:45 Uhr. Da hat er mich gefragt, was seine Frau den ganzen Tag so über gemacht hat. Und da habe ich ihm das erzählt. Mhm. Das klingt für mich ganz so, als wäre Herr Lodring sehr eifersüchtig gewesen und dass er seine Frau in ihrer Freiheit eingeschränkt hat. Das kann man wohl so sagen, ja. Hatten Sie eigentlich manchmal das Gefühl, dass Frau Lodring von dem Verhalten Ihres Mannes genervt war? Das glaube ich eigentlich nicht, weil Frau Lodring war das ja nicht anders gewohnt und sie hat sich auch nicht beschwert. Kommen wir doch noch mal zu dem Telefongespräch mit Herrn Lodring zurück. Haben Sie noch über irgendwas anders als über Frau Lodring gesprochen? Ja, Gespräch kann man das nicht wirklich genannt haben, weil der Chef war echt total betrunken. Das kann man wohl so sagen. Laut Obduktionsbericht hatte er eine Blutalkoholkonzentration von 2,33 Promille. Das kann natürlich auch mit einer der Gründe dafür gewesen sein, dass er sich gegen den Angreifer nicht mehr so richtig zur Wehr setzen konnte. Ja, ich habe ihn auch am Telefon ganz schlecht verstanden. Nur in einem Moment, da war er plötzlich wieder hellwach und voll da. Und da hat er mir erzählt, dass der Bulle, der ihm schon die ganze Zeit nachsteigt, um das Haus schleicht. Was? Das heißt, der Herr Lodring hat damit den Angeklagten gemeint. Ja, wen denn sonst? Ja? Das gibt's doch gar nicht. Herr Kerbmann, ist doch nicht unglaubwürdig, was der Zeuge erzählt. Finde ich schon, verdammte Scheiße. Jetzt hauen Sie aber nicht gleich auf den Tisch und reißen sich bitte zusammen hier. Wie soll ich mich denn hier beruhigen, wenn die alle lügen, dass das Zeug hält? Alles passiert mir nur, weil ich meine Arbeit gemacht habe. Gucken Sie her. Ich habe immer dem befolgt, was hier in diesem Buch steht. Jeden Paragraphen. Und die, die diese Paragraphen missachtet haben, die wollen mir jetzt einen Strick draus drehen. Verdammte Scheiße. Spinnst du oder was? Ach. Was passiert? Oh mein Gott, du blutest! Blut. Hilfe! Was passiert? Holt hier. Wir brauchen dringend einen Notarzt in den oberen Sitzungssaal. Hier hat jemand ganz starke Blutungen. Sie gehen im Schluss, die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Ja, Moment, wir machen für eine Stunde wird man unterbrochen. Sagen Sie, das ist doch eine Stichwunde. Die Frau wird noch nicht entlassen. Ja, ist schon nicht so schlimm. Was ist denn los? Das heißt nicht so schlimm. Wie alt ist denn die Wunde? Die ist ja noch ganz frisch. Zeigen Sie mal. Ja, ist nicht so schlimm. Passt schon. Warum sagen Sie denn davon nichts, Mensch? Ah, ist doch nicht so schlimm. Ist doch nichts. Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Stefan Kehrtmann wegen Mordes wird hiermit fortgesetzt. Ja, Herr Bauer. Wunde ist soweit gut versorgt von den Sanitätern. Geht's Ihnen wieder besser? Ja, passt schon. Das ist ja nur eine kleine Fleischwunde. Ist nicht so schlimm. Wollen Sie uns vielleicht erklären, wer Ihnen diese Verletzung beigebracht hat? Nein, nein, das ist reine Privatsache. Also, das hat hier auch nichts mit zu tun. Ich glaube nicht, dass das Ihre Privatsache ist. Es hat Sie jemand ganz offensichtlich mit dem Messer schwer verletzt. Und ich glaube, das ist hier nicht Ihre Privatsache, oder? Das glaube ich wohl. Und ich will mich da jetzt auch nicht weiter zu äußern. Das gehört hier einfach nicht hin. Sag, was passiert ist. So kann das doch nicht weitergehen. Diane, bitte, hör auf damit. Nein, höre ich überhaupt nicht. Du willst doch nicht auf diese Schweine noch decken, oder was? Das gehört hier einfach nicht hin. Ich glaube sehr wohl, dass das hierher gehört. Das gehört alles zusammen. Siehst du das denn nicht? Willst du so weitermachen? Wir werden nie frei sein, wenn das so weitergeht. Niemals! Willst du wirklich so weiterleben? Also jetzt Moment mal, das geht mir jetzt ein bisschen durcheinander. Es bleibt dabei, Sie müssen natürlich meine Fragen schon beantworten, es sei denn 55 SCPO, Sie würden sich damit selbst irgendwelche Straftaten belasten. Aber jetzt noch mal zu Ihnen, Frau Lodring. Auch Sie müssen weiterhin die Wahrheit sagen, habe ich das gerade so richtig aufgefasst, dass der Herr Bauer für Sie doch ein bisschen mehr ist als ein bloßer Chauffeur? Ja, das ist er. Wir haben seit über einem Jahr ein Verhältnis. Wir haben uns ineinander verliebt, wir können nichts dagegen tun. Dann war Ihre Ehe wohl doch nicht so gut, wie Sie uns vorhin weismachen wollten, Frau Lodring. Nein, sie war nicht so gut. Mein Mann hat mich eingesperrt, das ist ja richtig. Und ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich wollte frei sein, das ist doch normal. Naja, wenn Sie es nicht mehr ausgehalten haben in der Ehe, wenn Sie da schlecht behandelt worden sind, dann frage ich mich eigentlich schon, wieso haben Sie sich nicht von Ihrem Mann getrennt? Trennung? Nein, so einfach ist das nicht. Sie kannten meinen Mann nicht. Der hat keinen Widerspruch von mir durchgehen lassen. Der hat sich überhaupt nicht für meine Probleme interessiert. Für ihn war irgendwie nur sein Geschäft und sein Geld wichtig. Was mit mir passiert ist, das war ihm doch egal. Wussten Sie denn von den Drogengeschäften Ihres Mannes? Natürlich. Ich bin ja nicht dumm. Ich wollte dem Ganzen ja auch eine Grenze setzen und habe deswegen die richtigen Namen zu den Decknamen zur Polizei geschickt. Das waren Sie? Ich hatte gehofft, dass ich endlich anfangen kann zu leben, wenn mein Mann im Gefängnis sitzt. Timo, wo willst du hin? Haust du wieder ab, weil du glaubst, dass es dir jetzt an den Kragen geht? Ich gehe dann, wenn es mir passt. Nee, jetzt bleiben Sie mal einen Moment da. Wer ist denn der Mann, bitte?
Das ist mein Schwager, der Bruder meines Mannes. Sie dürfen ihn auf gar keinen Fall gehen lassen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass er Kolja verletzt hat. Wahrscheinlich hast du irgendwie rausgekriegt, dass wir ein Verhältnis haben. Oder du wusstest, dass ich die Liste geschickt habe. Oder irgendwas wird gewesen sein. Bitte, bitte lassen Sie ihn nicht gehen. Der Mann ist mordsgefährlich. Durchsuchen Sie ihn. Machen Sie irgendwas. Oder halten Sie ihn fest. Lassen Sie ihn bitte nicht gehen. Hey, Diane. Jetzt mach mal nicht so ein Drama. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Und ich will einfach nur gehen. Moment. Herr Lothrin. Herr Seelhoff, bitte, wenn Sie den Herrn haben. Mann, Herr Lothrin, jetzt leisten Sie mal keinen Widerstand, sondern Sie haben gehört, was der Staatsanwalt sagt. So, Herr Lothrin, jetzt erkläre ich Ihnen die vorläufige Festnahme. Wie bitte? Ja, wegen Verdacht des versuchten Mordes. Gerade eben. Ja, selbstverständlich. Legen Sie die Handschellen an. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Mensch, lass mich in Ruhe. Finger weg. Sie werden keinen Widerstand leisten, Herr Lothrin. So, und jetzt haben Sie ja nichts dagegen, wenn Sie durchsucht werden, ja? Schauen Sie mal nach, was er dabei hat. Moment, bitte. Ja, was soll denn der Scheiß jetzt? Das werden wir gleich feststellen, was der Scheiß soll. Finger weg. Ruhig. Seien Sie ruhig jetzt mal. Mann. Seien Sie ruhig. Messer, Herr Staatsanwalt. Ach, was haben wir denn da? Ist sogar noch Blut dran. Hallo, denn ich glaube, es ist höchste Zeit, Sie mal zu belehren. 55 SDPO, Sie müsste ich selbst nicht belasten. Wie erklären Sie das alles denn? Kann ich nicht erklären. Das ist nicht mein Messer. Keine Ahnung, wie das in meine Jacke kommt. Das muss mir irgendeiner untergejubelt haben. Untergejubelt. Das Messer ist jedenfalls beschlagnahmt. Herr Seelhoff, wenn Sie es mir bitte auf den Tisch legen würden. Untergejubelt. Glauben Sie es selbst? Na, klar, das ist nicht mein Messer. Keine Ahnung, was hör auf! Jetzt gib doch zu, dass du mich angestochen hast, du blöder Feigling! Was willst du denn jetzt noch von mir? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich will jetzt einfach nur gehen. Sie haben doch gerade gehört, Sie sind festgenommen. Sie gehen natürlich überhaupt nicht. Sie setzen jetzt mal schön dahin. Der Staatsanwalt wird noch einige Fragen an Sie haben. Haben Sie mal ein Auge auf ihn, bitte schön, ja. Frau Lothrin, jetzt überlegen wir doch mal. Sie wollten Ihren Mann loswerden. Sie wollten ihn der Polizei ans Messer liefern. Sonst hätten Sie ja nicht die ganzen Decknamen offengelegt. Aber das hat dann nicht geklappt, so wie es der Kollege da hinten gerade vorhin gesagt hat. Die Polizei war leider zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Da könnte es doch sein, dass Sie auf die Idee gekommen sind, irgendwie anders ans Ziel zu gelangen. Glanzleistung. Was meint denn damit, Herr Bauer? Weiterhin, auch Sie müssen sich nicht selbst belasten. Frau Lothrin, wissen Sie denn, was der Herr Bauer gerade gemeint hat? Und ich denke, Sie können sich auch vorstellen, was er gemeint hat. Frau Lothrin, auch wenn Sie sich selbst nicht belasten müssen, ich frage Sie jetzt einfach mal ganz direkt, haben Sie sich von Ihrem Mann befreit, indem Sie ihn erstochen haben? Ich musste mich doch irgendwie von ihm befreien. Ich musste mich doch von ihm erlösen. Was hätte ich denn tun sollen? Sagen Sie mal, wie ist die Tablette des Angeklagten unter das Bett des Opfers gekommen? Das war... Nein, Janne, tu das nicht! Aber ich habe keine andere Möglichkeit, als es zu sagen. Tu es nicht. Ich war's. Ich habe die Tablette am Donnerstag, als der Angeklagte bei uns war, im Büro von meinem Chef aufgehoben. Und weil das ein Schmerzmittel war, habe ich mir gedacht, die behalte ich mal besser vor. Vielleicht kann ich sie ja noch mal gebrauchen. Aber wieso sind dann Ihre Fingerabdrücke nicht da drauf, auf der Tablette? Ja, ich habe natürlich mit einer Pinzette hochgenommen und in eine Tüte getan. Und was ist mit diesem Zeitungsartikel da, der mit Reißnägeln auf die Leiche geheftet war? Das war auch ich. Und warum haben Sie es getan? Ich war, als ich nach oben ins Schlafzimmer kam, habe ich gesehen, wie Diane gerade auf den Lutz einstach. Und da habe ich gedacht, irgendwie müssen wir da jetzt raus und habe mir gedacht, mit Hilfe der Tablette und dem Zeitungsartikel könnte ich den Verdacht auf den Angeklagten schieben und es hätte auch fast geklappt. Wir wären ja auch fast damit durchgekommen. Und in der Tatnacht haben Sie ja wirklich mit dem Herrn Lothrin noch telefoniert gehabt? Ja, natürlich. Und haben Sie auch über den Angeklagten gesprochen? Nein, haben wir nicht. Es ging nur um seine Frau. Mhm. Frau Lothrin, waren Sie denn überhaupt in dem Wochenende in Ihrem Landhaus? Ja, Kolja und ich sind Freitagmorgen hingefahren und als die beiden dann nachts telefoniert hatten, da haben wir uns auf den Heimweg gemacht. Wir
wollten Lutz einfach nur noch loswerden. Es war unerträglich. Ja, aber sie waren ja mitten in der Nacht zu Hause und haben doch noch die ganze Nacht zusammen mit ihrem erstochenen Mann im Haus verbracht. Nein, nein. Wir sind zu Kolja in die Wohnung gefahren und ich konnte nicht in dem Haus bleiben. Hat noch jemand Fragen an die Nebenklägerin oder den Herrn Brauer? Dann bleiben beide hier mit unvereidigt, Herr Brauer. Ja, oder nehmen Sie ihn bitte mal mit nach hinten, ja. Darf man Sie gerade einspannen dazu, wenn Sie schon mal da sind, dass Sie sich um den Herrn Brauer kümmern, ja. Und wenn Sie bitte in seiner Nähe bleiben. Gut, dann haben wir noch einen Bundeszentralregisterauszug des Angeklagten. Der ist ohne Eintrag, also bisher nicht vorbestraft, war noch weitere Anträge gestellt oder Erklärungen abgegeben. Dann schließe ich hiermit die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hohe Schwurgericht, ich glaube, ich kann es wirklich ganz kurz machen, wenn ich hier beantrage, den Angeklagten wegen erwiesener Unschuld freizusprechen. Der Angeklagte ist letztlich Opfer einer Intrige geworden. Man hat versucht, die Tat auf ihn abzuwälzen. Die wahren Täter sind die Frau Nebenklägerin und der Zeuge Brauer. Die beiden hatten ein Verhältnis und die Nebenklägerin wollte schlichtweg sich ihres Ehemannes entledigen, weil sie von diesem kontrolliert wurde oder sonst wie schikaniert wurde, weil ihre Ehe schlecht war. Das wird alles in einem weiteren Ermittlungsverfahren aufgeklärt werden. Jedenfalls hat die Nebenklägerin hier selbst die Tat in vollem Umfange eingeräumt und seinen Tatbeitrag hat auch der Herr Brauer eingeräumt. Der Angeklagte ist freizusprechen. Dankeschön. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Lodrin, als Nebenklägerin haben Sie nach dem Gesetz auch noch die Möglichkeit, was zu sagen, auch einen Antrag zu stellen, wenn Sie wollen. Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ja, wir wollten ihn einfach loswerden, Frau Lodrin, Herr Brauer. So einfach ist das nicht mit dem perfekten Verbrechen. Dazu bedarf es wohl ein bisschen mehr als eine zweifelsohne eiskalte Gesinnung, die Sie an den Tag gelegt haben und ein paar Spuren, die man dann so legt, dass der Verdacht auf einen Unschuldigen fällt. Man braucht auch ein bisschen Glück, um nicht entdeckt zu werden und sich hier nicht zu verplappern. Ich bin froh, dass Sie dieses Glück nicht gehabt haben, denn ohne diesen Zufall heute wäre wahrscheinlich die Unschuld meines Mandanten nie bewiesen worden. Ich beantrage Freispruch und die Aufhebung des Haftbefehls. Dankeschön, Frau Verteidigerin. Herr Kettmann, die Anträge haben Sie gehört. Sie können auch noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Stehen Sie bitte auf. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Stefan Kehrtmann wird freigesprochen. Er ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, die auch die Kosten des Verfahrens sowie seine notwendigen Auslagen trägt. Die Nebenklägerin trägt ihre Auslagen selbst. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, Herr Kehrtmann, da waren einige falsche Fährten gelegt. Zum Beispiel diese Tablette, auf der natürlich Ihre Fingerabdrücke waren, weil es Ihre Tablette war, die Sie in einem anderen Raum des Hauses mal verloren hatten. Dann dieser Artikel, der Zeitungsartikel, der dem Opfer auf die Brust geheftet worden war und der natürlich stark auf Sie hingedeutet hat, weil er Ihr Motiv bestätigt hat. Und Sie müssen zugeben, Vergeltungsgedanken haben ja in Ihrem Leben wirklich eine Rolle gespielt nach dem Tod Ihrer Ehefrau. Ihre Ehefrau kann ich Ihnen nicht zurückgeben, aber die volle Rehabilitation, Sie waren das nicht, ganz klar, Sie sind absolut unschuldig und was ich Ihnen zurückgeben kann, ist Ihre Freiheit und deshalb ergeht folgender Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Dortmund vom 7.7.2008 wird aufgehoben, die sofortige Freilassung wird angeordnet. Theoretisch ist noch innerhalb einer Woche Revision der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage hier zulässig. Ich wünsche Ihnen, da das alles nun ausgestanden ist, dass auch Ihre Gesundheit wieder zurückkehrt und Sie in den Dienst. Denn, das haben Sie ja heute gesehen, es gibt Verbrechen genug, dass jeder tüchtige und unbescholtene und untadelige Polizist wirklich gebraucht wird. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Wenn Sie mich bitte unterstützen könnten. Tja, Frau Lodrin, wenn Sie bitte aufstehen. Ich erkläre Ihnen hiermit die volle Festnahme wegen Mordes an Ihrem Ehemann. Führen Sie die Dame bitte ab. Und Herr Brauer, Ihnen erkläre ich ebenfalls die vorläufige Festnahme wegen dringenden Tatverdachts, mindestens der Beihilfe zum Mord an Herrn Lodrin. Diane Lodrin wurde wegen gemeinschaftlichen Mordes, uneidlicher Falschaussage und falscher Verdächtigung zu lebenslanger Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Kolja Bauer wurde wegen gemeinschaftlichen Mordes und falscher Verdächtigung zu lebenslanger Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Timo Lodrin wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge
zu 5 Jahren und 8 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.